Willkommen in unserer Praxis für Innere Medizin, Präventivmedizin, mitochondriale Medizin, orthomolekulare Medizin und Akupunktur. Die Akupunktur ist seit über 20 Jahren eine meiner größten Leidenschaften. Neben der traditionell chinesischen Akupunktur setze ich die Yamamoto-Schädelakupunktur und die japanische Handakupunktur ein. Orthomolekulare Medizin ist die Behandlung von Krankheiten und Funktionsstörungen des Körpers mit körpereigenen Stoffen. Die Zusammensetzung der Infusion ist maßgeschneidert für ihr Krankheitsbild und völlig nebenwirkungsfrei. Jede Gehirnzelle hat über 1000 Mitochondrien und jede Zelle im Herzen auch. Das Herz besteht zu einem Drittel seines Gewichtes nur aus Mitochondrien. Eine Erkrankung der Mitochondrien führt zu einem Energiemangel in allen Zellen. Die gestörte Zellfunktion ist dann im Grunde genommen der Anfang für alle chronischen Erkrankungen. Die Diagnose mitochondrialer Störungen erfolgt durch Anwendung biochemischer und molekularbiologischer Diagnoseverfahren. Bei der Therapie ist der erste Schritt ein Ausgleich fehlender Mikronährstoffe und Vitamine. Als zweiter Schritt erfolgt die IHHT, eine Therapie mit viel und wenig Sauerstoff. Mit dieser Behandlung kann die mitochondriale Funktion wieder regeneriert werden. Sie und Ihre Körperzellen haben also wieder mehr Energie. Durch eine spezielle Einstellung der Sauerstoffkonzentration kann eine chronische Borreliose erfolgreich behandelt werden. Eine Neuroborreliose kann unter zusätzlicher Infusion von Mikronährstoffen ebenso behandelt werden. Mein Ziel ist es, ganzheitlich durch entsprechende diagnostische Verfahren auf Ihr Problem einzugehen und mit Ihnen zusammen ein Therapiekonzept zu entwickeln. Die präventive Medizin hat das Ziel, die Ursache von Erkrankungen so früh zu erkennen, dass die Erkrankung nicht zum Ausbruch kommt. Häufig kommen Patienten zu uns, die bereits einen langen Leidensweg und zahlreiche Arztbesuche hinter sich haben. Wir haben ein offenes Ohr für Sie und freuen uns auf Ihren Besuch.